Net Zero Energy. Mit unserem Ansatz haben wir einen Blick auf die Standorte der T-Systems geworfen, um diese nachhaltiger, effizienter und zukunftsfähiger auszurichten. Hallo, ich bin Johannes Kraftschick von T-Systems und ich verantworte das Thema Data Center Innovations. Nachhaltigkeit und Rechenzentren, ein großes Thema unserer Zeit. Nur was ist unsere Motivation? Zum einen natürlich der Kunde. Kunden definieren ihr Einkaufsverhalten neu. Ja, sie fordern nachhaltige IT-Lösungen und wo früher noch SLAs, Preise, Verfügbarkeiten eine riesige Rolle gespielt haben, das tun sie heute auch, kommt die Nachhaltigkeit hinzu. Ja, das heißt, wie bauen wir unsere IT-Produkte wie umweltverträglich, Green IT als Schlagwort, ja, CO2-Anteil, CO2-Äquivalenz und so weiter, eine große Herausforderung. Das zweite Thema ist Wirtschaftlichkeit. Ja. Nachhaltigkeit schont Umwelt und aber auch das Budget. Und der dritte Punkt ist die Verantwortung, die wir wahrnehmen als T-Systems, Deutsche Telekom, als großes Unternehmen voranzugehen und eben nicht nur gesetzliche Regelungen einzuhalten, sondern durch freiwillige Selbstverpflichtungen, Verschärfungen, ja, uns festzuschreiben, zu akzeptieren und zu erreichen. Data Center stehen ja im Fokus dieser Nachhaltigkeitsdebatte in besonders hohem Maße, weil sie eben Energieverbraucher sind. Das Projekt Net Zero Energy Data Center sollte uns einen neutralen Blick darauf geben, wo wir Verbesserungspotenziale haben. Die Fraunhofer IFF mit ihrem Background im Bereich Forschung und Entwicklung hat uns geholfen, das nochmal zu reflektieren, wo wir heute stehen im Betrieb und wo wir Entwicklungspotenziale noch haben. Wir haben verschiedene Standorte analysiert, unter anderem das Data Center Biere als einen der Großstandorte der Deutschen Telekom und haben dann in die Steuerungsparameter reingeschaut und geguckt, wo können wir noch besser werden. Wir haben bereits ein überdurchschnittlich hohes Energieeffizienzniveau, das heißt diese low-hanging fruits, die sind bereits geerntet, aber es gibt halt immer Potenziale, noch effizienter zu werden, noch besser zu steuern. Das haben wir herausgearbeitet, gemeinsam mit der Fraunhofer, insbesondere im Bereich zum Wasserverbrauch für die Kühlung. Da können wir noch zulegen. Heißt also in Summe ein Set an Steuerungsparametern, die hilft, die Nachhaltigkeit weiter voranzutreiben. Mein Name ist Marc Richter. Ich bin Projektleiter im Fraunhofer IFF in Magdeburg in der Abteilung Energiesysteme und Infrastrukturen. Und unser Auftrag war es, die Standorte der T-Systems einer Machbarkeitsanalyse zur Umsetzung von Net Zero Energy Sites zu unterziehen. Net Zero ist unser systemischer Ansatz, der auf CO2-Neutralität, Ressourcenschonung, Effizienz, Flexibilität und Autarkie abzielt. Wir sind in drei Stufen vorgegangen. Zuerst: Wie sieht die Situation vor Ort aus? Welche Verbraucher gibt es? Welche Erzeuger und bestehenden Energieeffizienzmaßnahmen sind vor Ort schon implementiert? Zweitens, dieser Schritt, den nennen wir gerne die Technologie- und Maßnahmenbibel, weil darin alle potenziell wirksamen Instrumente wissenschaftlich, technisch und auch ökologisch bewertet wurden. Und im dritten Schritt findet dann die Systemauswahl statt. Hier werden Technologien entsprechend dimensioniert und bewertet. Wie viel erreiche ich durch erneuerbare Energien? Was geht intern? Wo brauche ich externe Partner? Wie groß müssen Batteriespeicher sein? Kommt eventuell Sektorkopplung zum Einsatz? Ist es sinnhaft? Und wie kann ich Synergieeffekte mobilisieren? Um die Fragestellung in ihrer vollständigen Komplexität behandeln zu können, bedurfte es eines Forschungsansatzes, der die Aspekte berücksichtigt wie Technologieoffenheit, Synergiebildung und Sektorkopplung. Das Konzept fußt auf mehreren Säulen. Zunächst wurden die lokalen Gegebenheiten für CO2-arme Energieerzeugung beleuchtet. Wo sind hier gegebenenfalls auch externe Flächen, externe Partner notwendig, um das Ganze CO2-neutral zu gestalten? Im zweiten Schritt wurden dann Energieeffizienzmaßnahmen beleuchtet, auch Maßnahmen, wie beispielsweise anfallende Wärmeenergie zurückgewonnen werden kann. Das Ganze musste begleitet werden durch sogenannte Integrationsmaßnahmen wie Speicher oder Wandler, die selbst keinen CO2-Fußabdruck aufweisen,
also nicht dazu beitragen, den zu reduzieren, aber der Volatilität von erneuerbaren Energien Rechnung tragen. Und alles, was als verbleibende Flexibilität übrig war, wurde dann untersucht, inwieweit es beispielsweise am Energiemarkt veräußert werden kann oder durch zusätzliche Nachnutzungskonzepte verwertet werden kann. Technologischer Fortschritt und Nachhaltigkeit für Einsatz für Rechenzentren. Die Rechenzentren sind, wie wir alle wissen, sehr große Energieverbraucher. Wir haben eine Menge IT-Technik in den Rechenzentren und die produzieren Abwärme und die Abwärme müsste ja wieder aus dem Rechenzentrum herausgebracht werden. Technologischer Fortschritt ist für uns der Einsatz von regenerativen Energiequellen. Wir wollen nutzen klimafreundlich zukunftsfähige Energiequellen wie Photovoltaik und auch die Windenergie. Wir wollen diese Energiequellen auch speichern können, wie Wasserstoffspeicher. Und ein wichtiger Punkt ist auch die Betrachtung der Verbraucher im Rechenzentrum. Verbraucher sind ja nicht nur die IT-Technik, sondern auch die Aggregate zum Kühlen, zum Beispiel Kältemaschinen und so weiter. Mit dem Fraunhofer Institut sind wir auch auf Technologien oder wurde auf Technologien eingegangen, die sonst so nicht betrachtet werden, nicht im normalen Fall, sondern halt, welche sind aktuell auf dem Markt, welche Technologien passen in ein Rechenzentrum, was gibt es auch für zukünftige Technologien, um die vielleicht schon bewerten zu können und auch schon für uns für zukünftige Maßnahmen mit einplanen zu können. Das Projekt war auch insoweit exotisch, als dass wir unseren bestehenden Net-Zero-Ansatz noch einmal über die klassischen Zielgruppen von Industrieliegenschaften erweitern konnten auf Data Center. Und hier waren wir auch mit einem sehr, sehr hohen Standard an bereits implementierten Effizienzmaßnahmen konfrontiert. Nichtsdestotrotz, unsere identifizierten Maßnahmen schließen darauf, dass sich bis zu 20.000 Tonnen CO2 jährlich einsparen lassen können. Und der Autarkiegrad, welcher ein Maß dafür ist, wie sich der Standort selbst versorgen kann, um bis zu 50% gesteigert werden kann. Abschließend möchte ich noch hinzufügen, dass durch die wissenschaftlich-technische Arbeit des Fraunhofer IFF uns eine Grundlage gegeben wurde, aktuelle und zukünftige Herausforderungen besser einzuordnen.